Im Mittelpunkt des Nationalrats stand bzw. steht die Budgetreform. Allerdings kam da auch Kritik auf. Diese würde nur den Großkonzernen helfen, nicht aber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Teilen Sie diese Kritik? Ja, selbstverständlich. Und man kann das gut gegenüberstellen. Wir haben ein großes Problem mit der Pflege in Österreich. Die Pflegesysteme sind überlastet, die Menschen, die dort arbeiten, sind überlastet. Man findet für seine Angehörigen nicht immer die richtige Pflege. Und das würde ungefähr 1,5 Milliarden kosten, das wirklich auf die Reihe zu bekommen, sodass wir in Österreich zu den Besten in der Pflege gehören würden. Dafür ist kein Cent da, dafür ist nichts budgetiert. Und auf der anderen Seite wird die Körperschaftssteuer für die reichsten, größten Unternehmen um einen ähnlichen Betrag gesenkt. Also das Geld muss da sein, aber man gibt es den Großen, den Reichen, den Superreichen und spart bei der Pflege. Neben der Budgetreform, großes Thema natürlich auch die aktuelle Corona-Situation. In den vergangenen 24 Stunden wurden erneut über 10.000 Neuinfektionen vermeldet, über 60 Todesfälle. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Und vor allem gibt es ja auch Kritik seitens der FPÖ, was die Verschärfungen betrifft, beziehungsweise den Lockdown für ungeimpfte Personen. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, die Situation ist sehr, sehr ernst. Und wenn man hinterfragt, warum die so ernst ist, muss man ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Der damalige Bundeskanzler Herr Kurz hat im Sommer verkündet, die Pandemie ist vorbei und dementsprechend haben sich auch die Menschen verhalten und dementsprechend war auch die Erleichterung da, nur sie ist nicht vorbei gewesen und jetzt schlägt sie mit ganz großer Kraft zurück und wir erleben gleichzeitig ein Pandemie-Management durch die Bundesregierung. So etwas habe ich noch nie erlebt, muss man ganz offen sagen. Am Abend verkündet der Gesundheitsminister eine Maßnahme, am nächsten Tag in der Früh widerspricht ihm der Bundeskanzler. Zum Mittag macht sich die Frau Köstinger wichtig, dann noch die Frau Schramböck mit einer Auftragspresseaussendung und am Abend widerspricht der Herr Kogler wieder allen anderen. So kann man Pandemiebekämpfung nicht machen und es brennt ja wirklich, die Zahlen steigen. Und wir haben auch gegen diese Verordnung der Regierung, was den Lockdown für Ungeimpfte betrifft, gestimmt, weil man weiß nicht, wie man es umsetzen kann, man weiß nicht, ob man es durchsetzen kann, man weiß nicht, ob es wirkt und es ist wahrscheinlich verfassungswidrig. Man muss aber schon sagen, es gibt da zwei Problemgruppen in Österreich. Auf der einen Seite die FPÖ, die meint, mit Wurmmitteln wird das alles gelöst. Und auf der anderen Seite die Türkisen, die kein Interesse haben, dass scheinbar viel noch passiert und das geht so nicht. Was braucht es Ihrer Meinung nach, um die vierte Welle eindämmen zu können? Ja, es braucht sehr, sehr viele Maßnahmen wahrscheinlich, die raschest umgesetzt werden müssen. Das beginnt und das ist wahrscheinlich das Wesentlichste bei dieser dritten Impfung. Israel hat sich mit der dritten Impfung aus der vierten Welle herausgearbeitet. Und da müsste bei uns viel mehr, viel schneller, viel intensiver geimpft werden. Man muss auch überlegen, was mit der Maskenpflicht ist. Ich habe es nie verstanden, dass man von der FFP2-Maske weggegangen ist. Und jetzt muss man überlegen, wo man die Maskenpflicht für diese Masken noch mehr einsetzen kann. Die Frage ist, was ist mit 2G+, macht das Sinn? Und das Wichtigste ist aber, dass die Entscheidenden, das heißt die Mitglieder der Regierungsparteien, der Mehrheit im Nationalrat, in den Landesregierungen, endlich auf die Expertinnen und Experten hören und nicht, wie der Herr Haslauer, die lächerlich machen.